war früher jemand, der wirklich begeistert die Tour de France verfolgt hat, aber mittlerweile ist das in meinen Augen schon alles ein bisschen unglaubwürdig geworden, weil man jetzt nicht weiß, wer da gerade mit rechten Dingen unterwegs ist oder nicht. Und das ist für den Sport natürlich auch bitter, weil die müssen ja erstmal wieder praktisch an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten, dass das halt auch im allgemeinen Interesse wieder dasteht. Andere Sportarten, ich meine, es kann in jeder Sportart auch immer was passieren. Ich meine, da gab es jetzt einen Fall bei uns im Sport. Es ist auch nicht genau geklärt, wie die Stute eben dazu kommt. Es kann manchmal auch ein Versehen sein mit den Mitarbeitern oder irgendwie eine Fehlabsprache. Also dafür ist man eben nur Mensch, dass man eben dadurch einen positiven Dopingfall hat. Das ist keinem zu wünschen, aber davor ist im Grunde genommen auch keiner gefeit, ehrlich gesagt. Was natürlich bedrückend ist, was man jetzt so aus anderen Sportarten mitkriegt, das ist eben dieses sukzessive, organisierte Doping. Und das ist dann für mich also wirklich, das kann ja keiner akzeptieren und das muss man auch konsequent verfolgen, dass das eben dann eingedämmt wird, radikal. Ja, ich meine, es ist wichtig, ich meine, das Direktorium macht natürlich auch nicht nur Kontrollen von den Pferden, die am Start sind, sondern auch unangemeldete Trainingskontrollen. Und da muss man auch, es gibt ja auch im Rennstall Pferde, die auch mal Verletzungen haben, behandelt werden müssen. Und dann muss man auch diese Behandlung dann dokumentieren. Die muss man dann immer ordnungsgemäß in einem Medikamentenbuch eintragen und damit dann eben das auch alles nachvollziehbar ist nachher bei eventuellen Kontrollen.